Au, okay. Nicht okay, gar nicht okay. Oh, tot. Hätte man nicht dann direkt bei der ersten, beim ersten Treffer schon sterben können, wenn das sowieso nicht funktioniert? Wahnsinn, mal so gesehen. Hi. Kamera, ja, es ist schön, dass du irgendwo bist. Hä? Hä? Muss ich jetzt... Okay, machen wir es so. Ich dachte, das war sogar richtig. Ja, offenbar. Schön. Na, immerhin. Wir haben was geschafft. Wow. Hat lange genug gedauert. Aber der Raum ist schon cool. Ist halt ein bisschen fordernd und aus spielerischer Sicht ein bisschen... Naja. Funktioniert nicht immer so gut. Tor, der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erden sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnirs Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Zu reden. Ja, okay, alles klar. End. Was? Adam am Ne. Was? Irgendwas See. Am Ende hat mir Amanda geholfen, die Königin von Atlantis zu finden und einzusperren. Und mit Thors Hammer kann ich Nandla zwingen, mir den Weg nach Helheim zu verraten, bevor ich sie endgültig aus dieser Welt verbanne. Ja, was hätten wir denn gerne? Oh, mal wieder so ein leichtes Outfit vielleicht? Wir haben lange keine Beine mehr gesehen. Ja, komm, machen wir das. Nicht die Maschinenpistolen, die sind irgendwie ein bisschen lahm. Betäubungswaffe wäre auch... Na gut, wahrscheinlich, wenn man quasi ohne Umbringen spielen wollte. Ich weiß nicht, ob das geht. Wahrscheinlich nicht. Machen wir Sturmgewehr. Wobei die Schrot ganz gut war. Machen wir Schrot. Warum auch nicht? Ich hoffe, sie hat den Hammer mitgenommen. Achso, da ist er auf dem Rücken. Wär sonst ein bisschen doof, ne? Ah, hier, Nandla, ich mach dich kaputt. Ich hole meinen... wo ist denn mein Hammer hin? Das käme nicht ganz so geil. Das Level haben wir ja schon mal gesehen. Haben wir das... Haben wir das Schiff nicht versenkt? Haben wir das Schiff nicht versenkt gehabt? Oder war das ein anderes Schiff? Wir haben noch irgendein Schiff schon ins Wasser gesteckt. Das wäre albern, wenn das gleiche wäre. Wobei, das wäre eine Spitzenleistung vom Bergungsteam, muss man ja sagen. Ja, es sieht gerade mal genauso aus. Keine Ahnung, wie das genauso ist. Schön, dass er immer zu seinem Kumpel rennt. Das ist super. Ja, machst halt Flächenschaden. Also, ich meine, Leute. Mehrere. Flächenschaden ist irgendwie an der Stelle ein komisches Wort. Das Lager aber auch viel aushält. Eigentlich müsste der in mehrere Stücke zerteilt werden. Das wäre dann aber nicht mehr ganz so... Da wäre das Spiel dann nochmal eine alte Stufe höher eingestuft worden. Natürlich ist alles zu. Natürlich. Aha. Natürlich. Ja, da ist noch niemand. Das ist mir gerade mal recht egal. Hups.
Hoi. Ja, das ist wirklich gefühlt genau nochmal das gleiche. Mal gucken, ob wir das auch wieder versenken müssen hier. Wahrscheinlich auf genau die gleiche Weise. Hi. Ja, Heilung, Medipack, hallo? Ich habe genau keins dabei, verdammt. Ja, ich habe keins dabei gehabt. Hm. Wahrscheinlich lag da unten noch eins rum. Ha. Huh. Oder hier vielleicht eins? Okay. Ich wollte gerade sagen, der hätte auch ein bisschen mehr noch zu seinen Kumpels rennen können, aber es war schon mal ein Anfang. Das war schon in Ordnung. Ja. Ach, den... Ah! Das geht auch. Schön. Ist aber nur Nahkampf, ne? Mal so gesehen. Das Hämmerchen. Ah, die kommen näher. Das ist gut. Okay, das geht auch auf Entfernung, ich wollte gerade sagen. Irgendwie müssen wir noch was davon haben, dass wir irgendein mächtiges Artefakt haben. Okay, so viel dazu. Das macht es sehr viel einfacher. Schön. Ja, doch, das muss das letzte Level sein. Oder das vorletzte, meinetwegen. Wenn wir das Ding jetzt dauerhaft dabei hätten. Ach, müssen wir den Hubi kaputt machen? Ah. Bam. Medipack, Medipack. So, kann man hier mit... Kann ich da einsteigen vielleicht? Nö. Schade. Hätte ich ja drauf gehofft. Ha. Zerstören können wir den auch nicht. Also gut, das ist ein Qualitätshubschrauber. Das geht schon mal. Hubschrauber, Helikopter, wie auch immer. Wörter, die sagen, dass irgendwas nach oben fliegt. Rakete. Eine Rotationsrakete. Ja, ich gehe da gleich rein. Ich will noch ganz kurz mal gucken hier. Ist hier noch Krempel? Nein. Ah, es gefühlt echt exakt genau nochmal der gleiche Weg. Also das ist quasi, die das Level nochmal recycelt haben. Das ist wirklich gleich. Was soll denn das? Das ist ja fast ein bisschen faul. Oh. Gut, wir sind jetzt ein bisschen stärker, ne? Von daher, das ist schon mal in Ordnung. Eigentlich vollkommen egal, welche Waffe ich ausgewählt hätte. Ah. Aber ist ein Hammer nicht eigentlich zum Draufhauen da? Nicht zum aus der Entfernung Britzelblitze spritzen lassen. Na, Lara? Ja, das ist schön. Also. Na. Avalon, Helheim, wie auch immer. Ich will nur wissen, wo es ist. Sieh nur, was du getan hast. Unglaublich. Ich werde nie mehr an dir zweifeln. Sag es mir. Jetzt. Also gut. Aber bevor du mich tötest, sag mir, bist du bereit, auf Odins Ankunft zu warten und das Ritual zu feiern, das Helheim öffnet? Ein Ritual, das sie natürlich kennen. Gewiss hast du bemerkt, dass auch ich um jeden Preis nach Avalon will. Aber keiner von uns kann alleine gehen. Du brauchst mein Ritual und ich deinen Hammer. Nein, nein, nur wenn sie zur Seite gehen, kriegen sie ihn. Du hast mein Haus zerstört. Du hast Alistair getötet. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ist das nicht alles, was zählt? Wir treffen uns da.
So viele Frauen auf einem Haufen. Kein Wunder, dass das so ausgeht. Nein. Liebe Frauen, hallo, ich grüße euch an dieser Stelle. Ihr seid total nett, glaube ich. So, Nordmeer, die Midgard-Schlange ist eindeutig eine Metapher für irgendeine monströse Vorrichtung. Und selbst mein Vater hatte auf seiner verzweifelten Suche nach meiner Mutter Skrupel, Helheim zu öffnen. Aber ich werde das Risiko eingehen, um dieses Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Okay. Aha. Ja, den haben wir schon gesehen, ne? Wobei der auch halt auch ganz nett ist, ne? Also so ist er nicht. Machen wir mal den Trockenanzug, den haben wir noch nicht gesehen. Einfach mal, um hier ein bisschen Varianz drin zu haben. Und dann gucken wir mal. Aber es ist schön, dass es quasi an der gleichen Stelle aufhört. Oder zumindest in die Richtung geht, wie es anfängt. Na, wobei, es sieht ein bisschen anders aus. Im Wasser. Ja, ich glaube, der Anzug war schon die richtige Wahl. Es wäre sonst saukalt hier drinne. Ja. Aber schön. Es ist natürlich nicht die gleiche Stelle, wie gesagt, wir waren ein bisschen wärmeren Region. Aber kann ich mich hier dran erinnern? Doch, klar kann ich das. Doch, diese Statuen unter Wasser. Doch, klar. Das ist schon ein bisschen speziell, aber nur ziemlich speziell cool. Aber ein Wunder, dass das vorher noch niemand entdeckt hat. Ich meine, das ist nicht unbedingt klein, ne, mal so gesehen. Klar, unter Wasser so oder unter dem Eis sucht man halt ein bisschen seltener. Aber hätte man das nicht schon mal irgendwie vorher entdecken müssen? Ich habe keine Ahnung, was man hier irgendwie noch, ob man da irgendwie Sachen kaputt machen muss oder. Also nach Bewegung sieht das hier nicht viel aus, ne? Wahrscheinlich werden die Ketten irgendwann sich durch die Gegend ziehen. Ist halt die Frage, wo löst man den ganzen Krams aus? Ich meine, es ist schön, dass erkennbar ist, dass es hier eigentlich mal alles zu Fuß begehbar war. Das ist schon mal ein Vorteil. Schwerter halten das fest, ne? Aua! Hey, du Hai! Das sind sogar zwei. Okay, der Hammer funktioniert anscheinend auch hier. Offenbar sogar gut genug. Schön. Natürlich, selbst hier unten gibt es Medipack. Ah, das ist kein Medipack. Oder? Ne, das ist ein Steinchen gewesen. Ich wollte gerade sagen. Ah, es ist Bündchen. Ah, es ist einmal bunt vertüdelt. Da ist Medipick. Okay. Aha. Okay, es wird gespeichert, weil wir da rein können und müssen und wahrscheinlich sogar sollen. Wie gesagt, speichern, das Speichergeräusch ist immer ein gutes Zeichen, dass wir vorankommen. Oder dass man an einem Abschnitt ist, wo man noch nicht vorher gewesen ist. Ach. Ja, habe ich da was von? Da oben geht's hin. Guck mal. Wenn wir da vier von den Teilen, oder mehrere zumindest, von aktivieren müssen, dann haben wir anscheinend, also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Na, Lara? Du kleine Tanzkatze hier. Hast du schon, ja, die macht sich schon gut. Da ist noch ein Teil. Lass dich doch mal angucken, Lara, hier. Das ist ja, du rennst immer so schnell weg. Na? Oh, sieht halt fast entspannt aus, muss man ja sagen. Na, okay, sehr fast, ja. Jetzt, wo sie den Hammer hat, ist sie wahrscheinlich auch einigermaßen zufrieden. Hi.
Ich meine, klar, ne? Sie merkt halt, hey, ich habe lange für etwas gearbeitet, lang und hart gearbeitet. Endlich macht sich das bezahlt. Ich glaube schon, dass das auch für sie nicht unbedingt verkehrt ist, dass sie auch ihre Erfolgserlebnisse hat. Ne? Sie ist ja auch nur eine wie du und ich oder so. Naja, vielleicht ein bisschen sehr, sehr viel sportlicher. Und hält mehr Schüsse ab. Ein bisschen sehr viele. Wenn ich irgendwie 10 Mal angeschossen werde, dann liege ich ein bisschen mehr auf dem Boden als Lara. Kam es ja eher selten vor, aber naja. So stelle ich mir das zumindest vor. So, dann hauen wir mal das andere Ding hier rein. Die sollten wahrscheinlich nicht immer so alle so wahnsinnig weit entfernt sein. Hat sie gerade eine coole Move, so eine coole Rolle gemacht? Warte mal. Ah, cool. Mit Abstoßen und so. Ist ja voll abstoßend. Ach, guck mal, da ist noch einer. Bam. Ist er tot? Ja, jetzt schon. Bam. Da oben ist überall Stein drüber. Also, ich weiß nicht, was da für ein Druck jetzt gerade mal hier sein muss. Das sind doch schon über 100 Meter Tiefe hier. Das sind doch einige Bar, die auf sie dann niederprasseln werden. Meine Güte. Da hält es aber eine ganze Menge aus. Okay, das geht. Wahrscheinlich. Na, wie, ich muss da hinten nochmal ganz hinschwimmen. Das dauert dann ja ein bisschen. Ich befürchte es aber. Ah, es ist schon cool. Das ist eine riesige Anlage hier. Da fühlt man sich dann wirklich mal ein bisschen kleiner. So eine kleine niedliche Lara. So im Taschenformat. Das stelle ich mir gerade mal ganz niedlich vor. Dass man da wirklich so einen kleinen Miniaturkampfzwerg hat. Und dann hat sie halt irgendwie. Dann hast du da irgendwie so einen sportlich herumspringenden kleinen dynamischen Kampfzwerg. Das wäre schon ganz lustig. Ein bisschen sehr seltsam. Vor allem, weil sie trotzdem noch Menschform hat. Halt! Aber es wäre lustig. Und ein bisschen sehr unsinnig. Einigen wir uns darauf. Ach, guck mal. Ist das sinnvoll? Nö, ne? Na, spring! Ist doch immer eine komische Sprungvariante, aber... Also ich weiß nicht, wie sie es schafft, dass sie da nicht zu weit von der Wand wegspringt. Würde ich sonst machen, so ganz spontan. Aber deswegen sieht man ja, deswegen macht Lara ja das Abenteuer hier mit und nicht ich. Das wäre ein sehr komisches Spiel. Das wäre vor allem sehr kurz. Ich würde beim ersten Sprung mich verletzen und im Krankenhaus liegen. Das wäre ein sehr kurzes Spiel dann. Na, wie weit noch? Aha. Nochmal nach hinten? Ja. Ach, okay, da oben wird es sein. Sollte es sein. Ja, sehr gut. Dann fehlt aber trotzdem noch einer, meine ich. Ja, das hat fast funktioniert. Ach, guck mal, da oben ist noch ein Secret. Ja, ja, ist egal. Komme ich von hier... komme ich von hier ins Wasser? Ha! Oh. Es war ein Versuch wert. Moment, das kriegen wir nochmal hin. Nochmal in sinnvoll und ordentlich. Ha! Nein? Okay, schade. Ah. Ich will ins Wasser. So. Da hört sie auch spontan auf zu schreien. Ja, ist ja gut, Lara. An dieser blöden kleinen Kante, ey. Ja, das war schön. Kann passieren, ne? Mal so gesehen. Das sind die Gefahren einer Abenteurerin. Die Frage ist jetzt, wo ist der letzte? Da ist ein Sekret hier. Ein Secret. Der Anzug glänzt so ganz komisch hier, stellenweise. Je nach Rundung halt. Hi. Na, der Hammer. Hallo, wer hat sie den Hammer denn vorher hingeholt? Ach so. Hammer. Bombs. Hammer, Hammer nicht. Bombs. Ja, wo ist der letzte? Da haben wir uns eben gerade drin hochbewegt. Okay.
Dahinter ist ja wahrscheinlich nichts. Das sieht hier so leer aus, da kann eigentlich nichts sein. Ich meine, das ist schön, dass man hier hin kann. Wobei ich auch nicht weiß, wie die Levelgrenzen quasi aussehen. Ist das, achso, ist das dann, haben wir da eine Strömung dann, okay. Weil man muss ja schon irgendwie auch gebremst werden, falls man mal sonst wohin eventuell will, wo man eigentlich nicht hin sollte. Aber muss ich jetzt ernsthaft hier hin?